Also, ab geht it. Ich bin Anna Sura. Heute geht es auf Silberkarpfen, auf möglicherweise Marmorkarpfen. Ich habe noch nichts getestet. Ich gehe da jetzt blind rein. Es wurden schon Trophies gefangen. Nicht nur im VK, auch im Discord in der eigenen Com. Also schauen wir mal, wo die Brocken gehen. So, mal eben geschaut. Also, wenn ich das jetzt richtig sehe, muss das diese Position sein hier. 81,32. Genau da soll das Ganze sein. Und hier packen wir uns jetzt erstmal unser Karpfen-Setup zusammen. Denn die Brocken, die wir jetzt hier gleich rausziehen wollen, die haben Power. Dementsprechend baue ich das Setup mal eben zusammen. So, die Setups sind zusammengebaut. Ich merke gerade, es ist ja der übelste Wind hier. 11 Meter die Sekunde. Richtig krass. Die PVA-Netze, das zieht ja hier richtig rüber. Krass. Trotz schwerem Blei, 70 Gramm Blei habe ich drin. Jetzt ballern wir hier nochmal eben einen Clip rein. Das Schöne ist, der Clip kennt man ja vom Bärensee. Ach, vom Bärensee, vom Bernie. 35 Meter. Easy, muss man gar nicht viel umstellen. Klassische Haarmontage ist ausgewählt. Wir gehen natürlich gleich nochmal auf Setup ein, was da alles reingehört und dran gehört. Und ich versuche das Ganze jetzt erstmal ins Wasser zu bringen. Also, platzieren wir uns hier mal so einigermaßen. Clip ist drin und ich baller mal raus auf 35. Ja, hat gesetzt. 35 Meter. Ich habe hier relativ schwere Bleie dran, 70er, weil wir hier halt eine heftige Strömung haben. Und ich peile da hinten diese beiden Büsche an. So, zack, erster, oh, sag bloß, da bimmelt schon los. Zweiter und dritter geht auch noch raus. Zack, heftiger Wind. Das heißt, wir treiben tendenziell doch gerade auch beim Fliegen, auch mit den schweren Bleien. So ein bisschen mehr rechts rüber treiben wir ab. Aber im Großen und Ganzen sieht das schon mal ganz gut aus, weil es schon sofort anfängt zu bimmeln. Nicht schlecht. So Mokwi das, Alter. Blind an den Spot und sofort ballert's hier rein, Alter. Sehr schön. Also, gucken wir mal, was da geht. Wahrscheinlich ist da erstmal so ein kleiner Wildkarpfen dran. 2-3 Kilo. Irgendetwas, was wir gar nicht haben wollen. So, komm ran. Übrigens, von den Haken, ich habe einfach jetzt hier auch... Oh, 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 oh. Nee. Da ist er. Da ist er. Der Zielfisch. Tatsächlich klein. 3,5 Kilo. Aber Zielfisch. Nice, ey. In so ganz klein, da sehen die immer noch so ein bisschen... So sehr babyhaft aus, ne? Mit den dicken Augen. Dann das verkehrt herumgedrehte Gesicht. Nice, ey. Cool. Freut mich. Sehr gut. Zielfisch direkt beim ersten. Perfekt. Ich werfe jetzt mal so ein bisschen links neben die Bäume. Weil ich ja eigentlich da so ungefähr landen will. Zack. Genau. Und man muss ja auch bedenken, die Futtermische und so, das wird ja jetzt alles schön flussabwärts getrieben. Da, wo jetzt die beiden anderen Routen liegen. Das heißt, nach vorne hin anfüttern und die beiden anderen sollten doch hoffentlich auch noch ein bisschen was davon profitieren. Perfekt. Ja, also, gucken wir mal rein in Setup. So ist es hier aufgebaut und Futtermische ist natürlich auch mit drin und so weiter. Da haben wir das Setup. Fortuna Carp mit Tagara, tendenziell jetzt hier so um die 30 Kilo das Ganze aufgebaut. Denn die Brocken, wenn man hier so einen fetten Marmorkarpfen zum Beispiel dran hat, die können ordentlich abziehen. 3-0er Haken diesmal verwendet, deutlich größer reingegangen nochmal. Dann klassisch, was immer wieder gut funktioniert, Graskuchenpellets und Frühlingskräuter. Das ist die Kombination, die eigentlich... regelmäßig funktioniert. Auch hier natürlich mit dem frischen Gras als Dip. Kann man, glaube ich, auch an der Achtuba mal immer wieder testen. Zum Beispiel für die Silberkarpfen. Aber der absolute Klassiker eben auch hier an der Sura für Silberkarpfen. PVA haben wir auch. Da ist es.
Leinsamen als Basis, Leinsamen-Basis direkt innen drin nochmal wieder mit rein, mit verwendet. Kürbissamen habe ich vor Jahren auch schon immer wieder gerne mit verwendet, gerade auch wenn man auf Amure geht zum Beispiel und da so ein bisschen so eine grünliche Mische macht. Futtermische Grün habe ich das damals auch schon immer genannt. Was ich nicht verwendet habe, ich weiß auch gar nicht, das ist vielleicht auch ein bisschen neuer, Graskuchen, Feedpellets und sowas, die gehen natürlich auch immer schön damit rein. Graskuchen Feed Pellets, zwei Größen jetzt. Das heißt, wir sind schön grasig unterwegs. Das Ganze mit Grassoße. Einmal alles schön reinmanschen und abschmecken. Und dann lübt das. So, Sonntagmorgen, frisch gemähter Rasen vom Nachbarn. So muss das riechen und schmecken. Und da zuppelt's auch schon wieder. Sehr gut, ey. Ja, von der Position her, ne, also 81, was ist das hier, 81, 32, das ist quasi direkt hier am Dorf, gar nicht weit laufen, 35 Meter raus, wir landen wahrscheinlich gerade so knapp hier in diesem Bereich, das ist ja, wenn man hier wirft, hatten wir ja im letzten Video um die über 50 Meter und jetzt sind wir hier wahrscheinlich gerade so in diesem Grenzbereich von der etwas tieferen Stelle. PVA-Größe ist so, dass ich hier noch zwei, dreimal auswerfe, um das so ein bisschen aktiver zu machen. Und vielleicht mache ich dann erstmal einen kleinen Break. Wobei wir halt immer bedenken müssen, bei so einer starken Strömung, und da zuppelt auch die nächste schon los, sehr gut. Das ist halt schneller weg. Ich gucke gleich nochmal rein, wie das mit der Haltbarkeit ist. Oder wir nehmen statt dieser Leinsamenkomponente da drin einfach Lehm. Könnte auch gehen, oder? Na, was haben wir? Ein Wildi? Ja, ne? Schön. In der Größe, in dem Format macht es dann auch schon Spaß mit den Wildkarpfen. Jawohl, 4-5 Kilo. Schmeckt! Mehr davon! Ach, wie gut! Und ich habe letztens noch gesucht hier und war so ein bisschen enttäuscht, dass die Fischis alle so klein sind und jetzt ballern hier von vornherein schon die etwas dickeren Brocken. Sehr gut. Man sollte das nicht so laut sagen, ne? Sofort gehen die sofort gehen die Kleinen da rein, ey. Ei, 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 ei. Aber ich glaube, damit haben wir jetzt hier alle drei Kandidaten im Kescher, die man hier fängt. Marmor, Wildkarpfen, Silberkarpfen. Sehr schön. Das sind die drei, die es hier geben wird und die hier reinballern auf euer Setup. Von daher nicht zu leicht hingehen. Würde ich mich hier bei der HSV hinstellen? Wenn ich nichts anderes habe zum Testen. Aber na, das kann schon übelst Verschleiß farmen, ey. Also wie gesagt, kann man natürlich machen. Kann man natürlich machen. Hinstellen. Guckt, dass ihr genug Schnur drauf habt. Und dann könnte das funktionieren. Macht euch aber gegebenenfalls auf den übelsten Drill gefasst. Gerade mit der starken Strömung hier an der Sura ziehen die Fische. Sobald ihr halt so ein bisschen rechts rüber geht, müsst ihr eigentlich schon mitlaufen. Guckt schon mal, wo ihr langlauft. Hier, könnte ein bisschen schwierig werden mit der Rute in der Hand und so weiter. Also schon mal ein bisschen drauf gefasst machen, dass ihr da ein bisschen laufen müsst. Und wie gesagt, wenn ihr hier halt, wie gesagt, die ganze Zeit mitlauft in dem Bereich, reicht das eigentlich auch von der Schnur. So viel Meter sind das hier nicht. Aber, und da bimmelt es wieder los, sehr gut. Aber mit, wie gesagt, mit so einer HSV nur, kommt ihr da mit Sicherheit in den harten Drill. Auch hier mit der Tagara kommt man in den fetten Drill. Guck mal hier, zack. Da geht er ab. Jawohl, wir gehen aber langsam mal hoch. Erstmal ein bisschen ziehen lassen. So, und jetzt gehen wir mal hier in den härteren Winkel. Bremse auch ein bisschen hoch. Und auf entspannt reinziehen. Sehr gut. Boah, ey, Silberkarpfen als Trophy. Das wäre der Oberhammer. Oh, guck mal da. Guck mal da, ey. Das wäre aber der Oberhammer. Silberkarpfen, 25 Kilo plus. Wird schon schmecken. Ich habe ihn noch nicht. Ich weiß gar nicht, wie groß er ist bei mir. Knapp drunter. Ich muss gleich nochmal nachgucken. Aber das wird er nicht sein. Der wird mir abziehen. Schön, schön, schön. 25 plus, wenn ich mir überlege. So ein Schuppenkarpfen auf entspannt. Boah, ja, da wird er aber ordentlich abziehen, ey.
Schuppenkarpfen so als Maßstab. Ich würde sagen, vielleicht 30% schwächer als so ein Silberkarpfen. Natürlich auch ein bisschen leichter mit 20 Kilo als Trophy. So, was haben wir denn? Marmor. Ja, schöner Marmor. Mal gucken, vielleicht hat er so um die 10, 12 Kilo. Schön, ey. Macht immer wieder Bock, ohne Scheiß. Das sind halt so die Sachen. So wenig die Sura ja liefert, so ich sag mal auf konstant und auf easy. Wenn man aber einen Spot hat, ist es doch an der Sura echt immer wieder spannend, die Brocken rauszuziehen. Dafür lohnt sich doch die Sura. Na, ich muss noch mal ein bisschen kurbeln. So. Komm ran hier. 12 Kilo. Schönes Ding. Aber tatsächlich nicht zwingend ein Gewässer für, was ist angeschlagen, Level 23. Da wird es echt haarig, ne? Und irgendwas ist doch hier weggezogen. Ist da einer dran? Wo ist denn die Schnur hin? Tatsache. Ach, Quatsch. Ach, guck mal da, Alter. Irgendwas Lüdes. Ja, nicht schlecht. Ja, also, so sieht's aus hier gerade. Ich baller jetzt hier und ziehe jetzt länger durch und dann kommt der nächste. Ich ziehe jetzt hier durch auf Silberkarpfen, Alter. Bam! 3,5 wieder, wie der erste. 3,4, nicht schlecht. Was muss ich knacken? Silber, 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 Silberkarpfen. Silberkarpfen, 8 Tuber, ihr seht's, guck mal hier, 18,75 gefangen. Graskuchen, 18, Frühlingskräuter, 15, auch da wieder an der 8 Tuber, 20 Kilo. Na, die anderen 5, die machen wir doch heute, oder? Zack, also raus damit, ab ans Wasser, ihr Lümmels. Wenn's euch hilft und ihr die Trophy zieht, Daumen da lassen, Kanal abonnieren nicht vergessen. Und dann sehen wir uns in einem der nächsten Videos oder im Livestream auf Twitch. Montags, Mittwochs, Freitags immer um 19 Uhr. Petri.